Welcome back to another German Food Review, and it's taste of time between McDonald's and Burger King. Here's McDonald's, here's Burger King, and that's the cheeseburger war. So, let's take a look. Yeah. First of all, okay, Bill is included, very nice. Yeah. And Burger King. Maybe on, no, here's a bill. Okay, so that's good. A napkin from Burger King. Cheeseburger. Another cheeseburger. That's it. Empty. Okay. Let's put this back here. Okay. Two cheeseburger, a napkin, and a bill is what you get at Burger King. And at McDonald's, you get obviously a bag. A cheeseburger and a second cheeseburger and no napkins, okay. Yeah. And a bill, of course. And we need this one as well. Yeah. Let's do a thumbnail here, right? So. And then it's eating time. Okay, that will be the thumbnail. Yeah, first of all, the price. Here's the McDonald's price, and I think it's always the same in every location in Germany. Two cheeseburgers, or one cheeseburger, €1.29, and the location is Hauptbahnhof, Europaplatz. Oh, okay. Yeah, €1.29, and not sure what's wrong with Burger King, but they charge you €1.49 for a cheeseburger at this location. But I think the regular price is €1.19 or €1.29. But anyway, so it's 30 cents, no, 20 cents more. Okay. Yeah, also Hauptbahnhof, it's close. Okay. And this napkin here, very good Burger King. Let's investigate a little more. Here's the McDonald's cheeseburger, should look like that. Okay, and I guess you know what a cheeseburger is, right? Calories 304. And yeah, the important thing for me here, look at the list. And yeah, calories and salt, so 305 calories and 1.7 gram of salt. And now the Burger King cheeseburger is right here. There he is. Come on. 301, so also 305. And the salt, yeah, it's higher. No, 2.5. That's close, a little more than the McDonald's one. Yeah, multiply this by 2.5, okay. Yeah. Let's see, let's unwrap one, yeah, two. This is for the Germans, this is for you, also for the Germans. Here we go. Cheeseburger, yeah, no, let's compare the design first of all. I have to say, the Burger King design looks not bad, not that bad. Yeah, I like it, freshly flame grilled. McDonald's, yeah, maybe a little boring, but okay, it's just a paper here, or wrapper. And here's the burger. Okay. Yeah, Burger King uses a sesame seed bun. Small bun, of course. And two pickles, mustard and ketchup, one slice of cheese, one beef patty, flame grilled, freshly flame grilled, but not on the bottom. Okay, and a bun on the bottom. That's a cheeseburger from Burger King. Looks quite nice. And now let's take a look at the McDonald's cheeseburger. That's wrong. Yeah, that's definitely wrong. Okay, that's what you get at McDonald's. Ooh, cheese. Here we go. Yeah, I have to say, this bun looks better than a sesame seed bun. Yeah, nothing against the sesame seed bun, but if you compare that here, I think this looks better. Very smooth. Okay. Yeah, this one looks a little bigger. Let's compare the size here. Okay. Yeah, and let's open this one up. There's nothing on the bottom. Just a bun. What is that here? Roasted? Whatever. A beef patty, not grilled. And, oh, it sticks together. One slice of pickle,
Yeah, no, it's just one. Okay, but onions, and a slice of pickle. Quite a lot of onions. One slice of cheese, ketchup, and a little bit of mustard. Here, the yellow stuff is, I guess, mustard. Okay, but yeah, the important thing is the taste. But which one would you choose just by the look? I like this bun more here. But the beef patty from Burger King looks a little better anyway. Right here. Salty, tastes like onions, and yeah, I like this bun here. Nice. It's actually ketchup flavor. Let's try it. Okay, with onions, here we go. Okay. Yeah, the ketchup is not super strong, so. Let's try the Burger King one right here. Okay. Yeah. Flame grilled. Not flame grilled. And if you compare this side by side, you can definitely taste that. This one here, yeah, tastes a little flame grilled. And that is awesome. Not bad, but I like this bun more. So I want this bun here with this patty. And yeah, the pickles, I think they're very close. Almost the same. Let's try the ketchup slash mustard mix. Here we go. Yeah, and this ketchup, it's Heinz ketchup, I think. But this one is very strong. But it works on the burger, at least on this one. Anyway, right here. I think it's more bun than this here. But I can taste the beef. So, direct comparison. Fits better. Yeah, a little onion. Okay, that's okay. It's not a must, but okay. But a few more pickles would be nice, like two or three. Yeah, what is your favorite? Would you eat a burger like that here? Or is this a no-go for you? Yeah, I would say both are good. But yeah, a mix would be better. This bun, this beef, and the rest is the same, basically. Yeah, definitely edible right here. Yeah, I can't taste the cheese. Mustard, not a lot, but this Burger King, okay, is there cheese on it? Yeah, here's a little of cheese, so let's compare the cheese, right, here's Burger King, no, McDonald's cheese, and here's Burger King cheese, looks the same, right here, okay, sample is too small, but yeah, I like this Burger King cheese. It's a tasty one, but I think this here is almost the same. Not sure. Here we go. The pickles from McDonald's are very good. Okay, comparison to Burger King pickles. Here we go. Also good. Yeah. But I think it's a little more sour. Yeah, but yeah, it's a minor difference. Yeah. Too much bun, nice beef patty, nice bun, and a not flame grilled beef patty, also good, but this here's better. So yeah, I would buy both. It's okay, but a mix would be nicer. Here we go. Thank you, Burger King. Yeah, and the same calories. And I think it's the same price, but yeah, 150 is a little high for a cheeseburger. But I think it's just that location or the locations in the train stations.
and they don't accept coupons. Okay, here we go. Now, thumbs up for both. Both is good, but this bun is a little dry. This bun is a little better, but yeah, both are good. Thumbs up, and please leave a comment. What would you choose? McDonald's or Burger King? Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt ein Taste-Off, und zwar zwischen McDonald's und Burger King. Ja, und zwar diesmal habe ich mir ausgesucht Cheeseburger, denn die sind ja nicht teuer, also nicht so wirklich teuer, 1,29. Zu dem kommen wir gleich. Und ja, kann man ja mal machen. Okay, fangen wir mal an. Burger King hat noch eine Serviette reingepackt, sehr gut. McDonald's nicht. Ja, dann fangen wir mal mit dem Preis an. Und ich glaube, der McDonald's-Preis ist überall gleich. 1,29 Euro für einen Cheeseburger. Und das hier ist am Hauptbahnhof, so ist im Bahnhof. Ja, trotzdem 1,29 oder kostet ja woanders 1,19. Wenn ihr das wisst, schreibt mal einen Kommentar. Ich kenne die Preise nicht auswendig. Aber hier habe ich 1,29 bezahlt und ich glaube, das ist ein normaler Preis. Aber der hier von Burger King, auch Hauptbahnhof, ist eine Etage höher. Da wollen sie 1,49 haben und die nehmen keine Coupons. Man könnte auch einen Coupon benutzen, 1,90, zwei Cheeseburger. Aber die nehmen sie dort nicht und die wollen gleich 1,49 haben. Aber ich glaube, in anderen Burger Kings kostet ja auch nur 1,29. Bin ich mir also sicher. So, die Preise, ja, sind halt die Preise, was das hier gekostet hat, aber ich glaube, sonst sind die gleich. Okay, dann bekommt man den Burger natürlich. Welches Design findet ihr besser? Freshly Frame Grilled Cheeseburger mit Gelb, Rot und Braun. Oder lieber das hier, was ist das, Orange und Weiß. Ich muss sagen, das hier sieht ein bisschen geiler aus, irgendwie. Schon allein von der Farbe her. Aber okay, ist nur die Verpackung, aber spielt trotzdem eine Rolle. Welchen würdet ihr greifen, wenn beide da liegen und ihr euch bedienen dürftet? Okay. Cheeseburger, Cheeseburger. Dann werden wir mal auspacken. Im Englischen habe ich, glaube ich, mit McDonald's angefangen. Machen wir mal Burger King zuerst. Und hier ist ein Burger King Cheeseburger. Ja, ganz gut gepackt. Okay, da kann man nicht viel falsch machen. Aber wir checken gleich aus, ob was fehlt oder nicht. Und jetzt packen wir mal noch den... Schon wieder falsch gepackt. Das ist doch falsch, oder? Also jedenfalls ist die Burger King Methode besser. Da ist rumgedreht. Ja, wie auch immer. Hier ist schon wieder Käse. Aber später. So sieht ein McDonald's Cheeseburger aus. Und ich muss schon sagen, dieses Brötchen sieht auch sehr schön aus. Ja, das gefällt mir. Schön glatt und weich. Und Burger King benutzt einfach ein Sesambrötchen. Ja, die haben nicht so viel Brötchen. McDonald's hat einen extra eigenen für Hamburger und Cheeseburger, glaube ich. Und für die Kleinen halt. Ja, so sieht's aus. Hier sieht man den Käse ein bisschen. Der ist hier ein bisschen höher. Okay, wir haben mal aufklappen und erstmal checken, ob alles dabei ist. Unten ist nichts, nur ein geröstetes Brötchen. Ja. Ein Patty. Und wie man sieht, ist das Patty so groß wie das Brötchen. Das ist sehr gut. Ja, ich hasse es, wenn die Patties so mini sind und die Brötchen drüber gucken. Und was gibt's noch? Also ich kann euch sagen, der Käse klebt. Man soll ihn wahrscheinlich nicht aufmachen. Aber es gibt nur eine Gurke, eine Gewürzgurke. Sehr viele Zwiebeln, das ist ein guter Touch, aber ich würde lieber eine ein, zwei Gurken mehr haben, anstatt Zwiebeln. Okay, eine geschmolzene Scheibe Käse, Ketchup. Und das Gelbe hier ist Senf. Nicht sehr viel Senf, aber okay. Ja. Scheint alles drauf zu sein. Und jetzt gucken wir uns mal den Burger King Burger an. Erstmal unten. Auch getoastet oder geröstet, wie auch immer. Ja, ist ein bisschen unförmiges Patty, aber ist auch fast so groß wie das Brötchen. Ja, das Brötchen ist ein bisschen zu groß für den Burger, würde ich sagen. Das ist dasselbe wie beim, wie heißt der, Big King und so. Kann ich den aufklappen? Ja. Und das Schöne bei Burger King ist, man bekommt zwei Gurken, allerdings keine Zwiebeln. Das so, wenn ihr Zwiebeln mögt, McDonald's, wenn nicht, Burger King, wenn man das daran festmachen kann. Senf und Ketchup und dieser Ketchup hier, der ist ein bisschen sehr stark. Ich glaube, das ist Heinz Ketchup. Ketchup, here you go. Der ist aber sehr konzentriert. Aber geht noch. Dürfen Sie nur nicht zu viel drauf machen. Ja, welcher gefällt euch besser?
Schreibt einfach mal einen Kommentar. Esst ihr sowas überhaupt oder sagt ihr, nee Junge, sowas esse ich nicht? Dann werden wir mal anfangen. Oh, ich habe noch Kalorien vergessen. Machen wir gleich. Right here. Hm. Sehr starker Ketchup-Geschmack. Hm. Okay, hier ist noch Burger King offen. 305 Kalorien für den Burger. Und ja, das hier mal 2,5 ungefähr. Was sind denn das? 1,5, 1,85 oder so. Oder sagen wir 1,8 Gramm Salz. Okay. Und für McDonald's sieht es so aus. Hier ist erstmal noch ein Bild. Ja, sieht ganz gut aus sogar. Sind auch 305, also so ziemlich dasselbe. Und 1,7 Gramm Salz. Und guckt euch dann den Rest an. Was interessiert euch davon überhaupt? Interessiert euch das überhaupt? Wie auch immer. Ja, und es ist natürlich beides Beef. Und hier, wenn man viel Ketchup erwischt, dann dominiert der Ketchup. Ich würde, ja, weiß nicht, ob man sagen kann, weniger Ketchup. Dann schmeckt man mehr Beef. Aber jetzt werden wir mal den Kollegen hier kosten. Right here. Ja, schmeckt auf jeden Fall anders, total anders. Erstmal, das Brötchen hier ist mehr weich. Das hier ist schon auch weich, aber durch diese Außenhaut hier ist es ein bisschen fest. Und ich muss sagen, das hier finde ich ein bisschen besser, dieses Brötchen, als das. Aber an dem Brötchen ist hier nichts falsch. Ja, es ist halt ein Sesambrötchen. Aber es ist halt ein bisschen zu fett für diesen Burger. Und ja, hier schmeckt man ab und zu mal Flame Grill raus. Das finde ich gut. Here we go. Mmh, ja. Aber der Ketchup ist halt wirklich sehr stark. Da finde ich den Ketchup hier schon einen kleinen Tick besser. Der ist irgendwie nicht so stark. Der ist hier auch mehr sauer und so. Okay, bitte fokussieren. Ja. Nächster Biss. Ja, welchen würdet ihr nehmen? Das ist die große Frage. Welchen würde ich nehmen? Also erstmal, beide schmecken natürlich ganz gut. Das Brötchen gefällt hier mir etwas besser als das. Beide sind aber gut. Das Patty hier ist auch gut, aber dieses Patty hier gefällt mir besser, denn es schmeckt flame grilled. Das ist einfach besser als einfach nur angebraten. Also sagen wir mal, den Burger hier ohne Zwiebeln mit mehr Gurken und diesem Patty, das wäre für mich ein sehr guter Cheeseburger. Der Käse ist irgendwie, ja, ich glaube, ist fast gleich. Aber der Burger King Käse ist ganz lecker, aber hier ist zu wenig drauf, um das zu testen. Right here. Hier merkt man das Brötchen noch mehr. Mehr Kaumasse oder so. Ja, und beim ersten war, glaube ich, nicht so viel Ketchup drauf. Hier ist mir zu viel Ketchup drauf. Das tötet den Beef-Geschmack ab. Und darum geht es ja eigentlich. Also zumindest für mich. Here we go. Und wenn man das so nebeneinander isst, dann merkt man auch richtig, dass ja auf jeden Fall Unterschiede sind. Nichts schmeckt gleich, außer der Käse, glaube ich. Und den Senf weiß ich nicht, zu wenig drauf. Aber beides ist natürlich gut, ja, bekommt locker und beides einen Daumen nach oben. McDonald's Patty. Ja, das sollten sie einfach mal grillen. Das wäre doch mal was. Gegrillte Patties von McDonald's, oder? Dann wird das hier mein Favorit über den. So sind beide gut. Würde ich einen Mix draus machen. Kann man aber natürlich nicht. So spielt wirklich keine Rolle, welches man kauft. Muss man halt überlegen, was man in diesem Moment haben möchte. Right here. So. Ja, bekommt erstmal einen Daumen nach oben. Wie gesagt, schreibt einen Kommentar, welchen würdet ihr nehmen. Oder, wenn ihr strikte Gegner seid, dann schreibt mal hin. Sowas esse ich nicht. Alles klar. Und was kostet ein Cheeseburger bei euch? Auch 1,49. Das finde ich ein bisschen hoch dafür. Alles klar.
Ja, bekommt aber einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.